Guten Tag, meine Damen und Herren. Zum zweiten Mal laden wir Sie ein, mit uns durch die 47. internationale Automobilausstellung in Frankfurt zu bummeln. Heute sind wir in der Halle 5A. Das ist die Halle der Ausländer. Vor allem die japanischen Hersteller wollen hier zeigen, mit welchen Modellen sie die Herzen der deutschen Käufer zu erobern versuchen. Und dass ihre Hoffnungen sicherlich nicht unbegründet sind, das beweist die Zahl der Besucher. Bis jetzt hat man bereits 500.000 Interessenten gezählt. Vor zwei Jahren bei dieser IAA sind es zu diesem Zeitpunkt erst 350.000 gewesen. Aber es sind nicht nur die Japaner vertreten, es zeigen hier auch die italienischen, die skandinavischen und die britischen Hersteller, welche Modelle sie anzupreisen haben. Ich sitze hier zum Beispiel in einem britischen Rover, dem Auto des Jahres 1977, das Ihnen mein Kollege Fritz B. Busch jetzt in seinen technischen Details erklären wird. Ja, Barbara Seel sitzt in einem auseinanderbrechenden Auto, aber immerhin, es ist das Auto des Jahres 1977 und dieser Titel ist gar nicht leicht zu erringen, sondern dazu gehört das Urteil von 45 Fachjournalisten aus 12 Ländern. Also Gratulation, Herr Anders, bitte kommen Sie einmal zu mir. Herr Anders ist der Verkaufsleiter von Leyland für Deutschland. Sie haben hier ein Bonbon in der Hand, das Auto des Jahres, und Sie haben es wunderbar präsentiert, Herr Anders. Lassen Sie uns mal anschauen und sagen Sie doch bitte, welche Schwerpunkte Sie mit dem Schnittmodell darstellen wollten. Das will ich sehr gern tun, Herr Busch. Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem Rover 3.5 das Auto des Jahres haben. Denn immerhin ist dieses Fahrzeug ein sehr aktueller Beitrag Großbritanniens zur Bereicherung der automobilen Landschaft in Deutschland. Wir haben in diesem Auto, in dem Schnittmodell dieses Autos, versucht darzustellen, dass dieses Fahrzeug, angefangen von einem sehr überarbeiteten Motor, der eine sehr große Leistung abgibt, bis zum Innenraum und hierbei insbesondere den Versuch sicher gelungen angebracht haben, die Werte einer sehr schnellen, ich möchte fast sagen sportwagenmäßigen Beschleunigung mit dem Ausstattungskomfort einer sehr guten internationalen Reiselimousine zu bringen. Echt schön, danke, Herr Anders. Aber ich möchte so frech sein, so impertinent Ihnen folgende Frage zu stellen. Wie stehen Sie dazu, dass doch ein großer Teil der deutschen Käufer etwas skeptisch der britischen Automobilindustrie und ihren Produkten gegenübersteht, was Service betrifft, was Finish betrifft in der Verarbeitung und Ersatzteilversorgung? Herr Busch, ich bin gerne bereit und begrüße es, dass Sie diese Frage stellen, darauf Stellung zu nehmen. Die Situation im Service- und Teiledienst ist so, dass vieles, was man der britischen Automobilindustrie nachsagt, sicherlich in der Vergangenheit dazu beigetragen hat. Sprechen wir lieber von der Zukunft. Können Sie uns echte Hoffnung machen, dass es besser wird, ja? Absolut. Wir können Ihnen diese Hoffnung machen. Wir sind als Leyland GmbH, 100%ige Tochter des Leyland-Konzerns in Großbritannien und angetreten hier in Deutschland mit den besten Voraussetzungen und Ausstattungen, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Wir haben Möglichkeiten, die Teilebevorratung uns so hinzulegen, dass wir absolut... Wunderbar, Herr Anders, es klingt alles hervorragend und ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, denn es ist sicher sehr wichtig, dass man diese guten Autos dann auch mit einem solchen Fundament verkaufen kann. Wir möchten jetzt unseren Zuschauern den 3.5 in seinem Element auf der Straße zeigen. Der Rover 3.5 hat vor allem das Plus, dass er ein sehr kompakter V8 ist. Und zwar muss man, um einen 8-Zylinder zu haben, meistens sehr viel Blech in Kauf nehmen. Und das brauchen wir hier nicht. Der Rover 3.5 ist ein kompaktes Auto und auch nicht zu groß im Motor. 3,5 Liter und 157 PS, das kann man wahrscheinlich noch verkraften. Trotzdem ist eine Spitze drin von 195 und der Wagen fährt sich sehr mühelos und elegant. Ist also ein echtes Komfortfahrzeug. Toll dabei ist, dass auch er als 8-Zylinder eine Heckklappe hat, die man aufklappen kann, um den Rücksitzraum kombiähnlich zu nutzen. Und das hat man ja meistens oder überhaupt bisher bei einem 8-Zylinder nicht gehabt. Nun, ich will Ihnen noch den Preis sagen. Der Wagen kostet 27.600 Mark. Aber Rover hat natürlich nicht nur so große und teure Wagen, schon gar nicht nur 8-Zylinder, sondern auch kleine erschwingliche. Und da schauen wir uns gleich mal einen an. Danke.
Ja, und dies ist einer der kleinen von British Leyland, den kleinsten. Der Mini, der hat sich ja schon in den letzten Jahren sehr viele Freunde geschaffen. Dieser hier sucht nur noch welche. Er heißt Innocenti und wenn Sie sagen, vor 2 Jahren, da gab es ihn schon mal auf dieser IAA, dann ist das richtig, damals aber als rein italienische Ausgabe. Jetzt lässt Leyland ihn wieder in Italien bauen und zwar in zweifacher Ausführung. Dies ist der 120L. Es gibt ihn auch noch als 90L, vielleicht dazu noch einige technische Daten. 90L mit einer 1-Liter-Maschine, 44 PS. Der 120L, den Sie hier sehen, mit einer 1,3-Liter-Maschine, 64 PS. Es ist natürlich eine Frage der Wirtschaftlichkeit, welchen Sie sich kaufen wollen. Denn die Versicherungen sind anders verteilt. Die Innenausstattung ist bei beiden Modellen die gleiche. Sehr komfortabel, wie ich meine, für ein solch kleines, kompaktes Auto. Mit Sicherheit wird dieser seine Konkurrenten suchen, etwa beim Polo oder beim Fiesta. Wir wollen mal hinten hereinschauen. Er hat eine Heckklappe, also eine dreitürige Limousine. Und können wir das vielleicht mal zeigen, wie sich das hineinklappen lässt? Gedacht also vielleicht als Zweitwagen oder aber auch für Familien, die mitunter einen Kinderwagen oder auch einen kleineren Umzug machen müssen oder einen Kinderwagen hineinpacken wollen. Und nun wollen wir schauen, was es bei Leyland noch gibt. Nun, British Leyland liefert ja und vor allem Rover eben herrliches Spielzeug für Männer in Form seiner Geländewagen. Diese unterscheiden sich ganz besonders dadurch, dass der eine ein echter Naturbursche ist und der andere ist im Grunde die Limousine fürs Gelände, die elegante Limousine mit dem V8-Motor des Rover 3.5, den wir eben gesehen haben. Alle beide haben Allradantrieb und den Naturburschen hier, den gibt es in sehr vielen Karosserievarianten bis hin zum großen Fünftürer mit 9 Sitzplätzen, mit Tropendach und. Aber das Beste ist wohl, wir zeigen Ihnen im Gelände, was diese Autos können. Diese 5 wollen wir Ihnen vorstellen. Den Range Rover, den Rodeo, den Rancho und Ihren Opa, den Land Rover. Wir sind nicht in Afrika, das ist das Freigehege Safariland bei Groß-Gerau, 30 Kilometer südwestlich von Frankfurt am Main. Den Opa zuerst, seit 1947 bauen Sie ihn, den britischen Land Rover. 27 verschiedene Karosserieformen, der hier ist als Campingwagen ausgelegt. 4- oder 6-Zylinder mit 70 bzw. 86 PS, Zweirad- oder Allradantrieb, 8 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge. Er wiegt 1,8 Tonnen. Und da gibt es Leute, die fahren aus reiner Angabe damit zur Diskothek, statt durch die Wüste. Die gute Stube als Kraftpaket, kurz und hoch, Japans Geländeperle, der Land Cruiser von Toyota. 6 Zylinder, 4,2 Liter, 135 PS, schluckt unter Geländeumständen über 21 Liter und macht 160 Sachen auf der Autobahn. Schafft mit Allradantrieb ziemlich viel. Frankreichs Geländespielzeug in Gelb, der Rodeo von Renault, Polyesterkarosserie. Das Ganze wiegt leer nur 760 Kilo, Spitze 123 km/h, Vorderradantrieb. 45 PS aus 1,1 Liter. Das ist mehr so ein Freizeitmobil, kein Ackerwagen, zum Preis von 12.800 Mark. Die Farbe ist schon richtig grün. Und sonst? Der Matra Simca Rancho hat viel Stauraum. 1,5 Liter Motor, 80 PS, 145 Spitze. Leider nur Vorderradantrieb und keine Geländegänge. Preis ca. 18.000 Mark. Der bullige Enkel vom Land Rover heißt Range Rover. 132 PS aus einem 3,5 Liter V8 Motor. 8 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge. Schluckt im Gelände 22 Liter und kostet in der Ausführung 36.000 Mark. Stunde der Wahrheit. Steilhang, weicher Sand, tiefe Rinne. Der Land Cruiser schafft's. Der grüne Rancho, kann er klettern? Oben in der Rinne bleibt er stecken. Kein Allradantrieb. Der gelbe Rodeo hat's gar nicht erst probiert, aber Opa Land Rover. Im kleinsten Geländegang und nicht ganz geschafft. Der Range Rover meistert Steigungen von 45%. Eben 132 PS und alle Kraft an 4 Rädern. Hoch. Der Toyota Land Cruiser tat es auch.
Den Rodeo kann man ein Stück entblättern, so zum Spaß, wenn die Sonne scheint und es warm ist. Dach, Türen, Seitenwände. Der kriegt schon Appetit. Die Windschutzscheibe wird einfach rumgeklappt. Das ist ein lustiger Kumpel, sowas für den Strand, aber kaum für den Trip über Stock und Stein. Der ist für die Wüste gerüstet. Spezialluftfilter, Suchscheinwerfer, Kompass, Tourenzähler, Temperaturanzeige für Haupt- und Reduziergetriebe. Handwerkszeug für alle denkbaren Notfälle in Spezialschubkästen. Das Dach schräg hochkippen, weshalb? Platz für die Betten. Und so wird's gemacht. Nach getaner Arbeit auf der Baustelle, bei der Expedition oder Safari. Dafür sind diese Autos ja auch erdacht und nicht zum Angeben auf dem Asphalt der Großstädte, wie manche meinen. Abenteuer auf vier Rädern, auf Urwaldpisten und über Geröll. Feldwald- und Wiesenautos, Geländefahren als Hobby. Manche bieten auch etwas mehr. Aber alle werden sie den Händlern zurzeit aus den Händen gerissen. Ja, und bleiben wir gleich beim Geländespielzeug, das ja auch sehr nützlich sein kann. Dieses hier ist wohl absolut der kleinste und kleinstmotorisierte Geländewagen der Welt, aber er ist deshalb längst nicht der schlechteste, ganz im Gegenteil. Der Hersteller sagt mit Recht, es ist auch getestet worden, wo alle Wege enden. Da helfen hier die 6 Riesen Niederdruckreifen weiter. Wie auf Latschen läuft das Auto durch alles, was sich ihm entgegenstellt. Und die Profile der Reifen dienen dazu, auch Wasser zu bewältigen. Wir können uns das gleich mal im Film anschauen, wie die Schaufelräder eines Dampfers bewegt sich das Auto mit seinen Riesenreifen dann im Wasser. Mit 5 Kilometer vorwärts im Gelände macht es jede fürs Gelände taugliche Geschwindigkeit. Und jetzt sehen wir gleich mal, wie es mit Wasser fertig wird. Der Fahrer braucht überhaupt nichts umzustellen oder zu verändern, etwa eine Schiffsschraube einzulegen, sondern das Auto fährt einfach vom Land in das Wasser hinein und marschiert dadurch. Ja, und das alles mit einem kleinen Zweizylinder-Zweitaktmotor von 20 PS Leistung, der hier unter meinem Sitz liegt. Und auf der Landstraße schafft der Wagen 48. Der Stundenverbrauch beträgt 4 bis 6 Liter. Anders gesagt, wenn man es wirklich auf Entfernungen anlegt, dann braucht man für 100 Kilometer 20 Liter Sprit. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Man kann dieses Auto sogar mit einem käuflichen, dazugehörigen Anhänger hinter seinem Auto in das schwierige Gelände fahren, in dem man mit ihm arbeiten muss. Nun, der kleine Zweitakter, der da drunter sitzt, der arbeitet heulend wie eine Turbine. Aber deshalb ist es nicht etwa ein Turbomotor, sondern zum Turbomotor gehen wir jetzt mal über. Da gibt es eine Überraschung auf der IAA und zwar bei Saab. Dieses weiß-gold glänzende Auto ist ein Saab Turbo, aber in dieser Farbe ist es nur ein Ausstellungsstück so nicht zu haben. Den Saab Turbo kann man nur in Dunkelrot oder in Schwarz kaufen und es ist mir eigentlich unverständlich, wie solche doch fast verkehrsgefährdende Farben angeboten werden und keine anderen mehr. Lassen Sie uns zu diesem Wagen kommen. Saab, die zweitgrößte schwedische Automobilfirma, hat immer schon besondere, exklusive Autos gebaut, aber exklusiv hinsichtlich der Technik. Und nun wartet Saab wieder mit einem solchen Technikknüller auf, nämlich mit einem Turbomotor. Hier schauen wir mal hinein, später noch einmal im Großformat. Es ist die einzige Turbolimousine auf der Welt, die es gibt, also eine Weltpremiere. Hier wird dieser Wagen zum ersten Mal gezeigt. Auch die Innenausstattung ist ungewöhnlich. Hochgezogene Nackenstützen, und zwar bei den Vorder- und bei den Rücksitzen. Eine 5-sitzige Limousine. Sicherlich wollen Sie auch noch einige technische Daten haben. 145 PS. Er fährt über 190 Kilometer in der Stunde, beschleunigt von 0 bis 100 unter 10 Sekunden. Und was gibt es noch zu sagen? Der Preis natürlich ist wichtig. Knapp 26.000 Mark kostet dieser Wagen. Aber das Interessante ist eben der Turbomotor. Und Herr Rapp, wir versuchen uns das hier am Modell kurz zu erklären. Das heißt, ein Modell ist es gar nicht. Herr Rapp, bitteschön, ich überlasse Ihnen das. Wie funktioniert das? Das ist schon ein echter. Würden Sie sich etwas seitlich stellen, damit man das sehen kann? So, ja. Das ist schon ein echter Turbomotor und das Prinzip des Turboladers ist sehr einfach. Ich will versuchen, es hier zu erklären. Ja. Sie haben hier einen Vierzylinder-Basismotor. Sie haben hier den Auspuff des Motors
Und die Auspuffgase treiben diese Turbine hier an. Die Turbine ist mit einer festen Welle mit einer zweiten Turbine verbunden, die im Ansaugtrakt des Motors liegen. Das heißt, der Motor muss die Gase nicht mehr ansaugen, sondern bekommt sie von dieser Turbine die Gase in den Verbrennungsraum gepresst und dadurch steigt die Leistung dieses Motors. Bisher kannte man das eigentlich nur bei Sportwagen und dort sorgte es für eine höhere Geschwindigkeit. Warum nun bei einer ganz normalen Limousine? Bei einer ganz normalen Limousine darum, weil wir das Prinzip des Turboladers neu ausgelegt haben. Dieser Lader arbeitet in unteren und mittleren Drehzahlbereichen. Das heißt, Sie haben bessere Kraft zum Überholen, zum Beschleunigen, zum Fahren am Berg beispielsweise. Darüber hinaus arbeitet dieser Motor trotz der stärkeren Leistung sehr verbrauchsarm. Er arbeitet abgasarm und er arbeitet deutlich leiser als ein normaler Vierzylindermotor. Vielen Dank. Wir werden sehen, ob dieser Wagen auch auf dem deutschen Markt Käufer findet. Dort drüben wartet inzwischen Fritz B. Busch ebenfalls an einem Saab. Ja, und hier stehe ich vor dem Saab in seiner Urform. In dieser Form wurde der Saab seit 1949 als Rallye-Fahrzeug berühmt. Und nun ist er in diesem Kleid der billigste und kleinste Saab. Er hat einen Hubraum von 1,5 Liter, leistet 68 PS und kostet 12.750 Mark. Zu ihm ist zu sagen, zu dieser Urform des Saab, es war das erfolgreichste Rallye-Fahrzeug bisher überhaupt. Unter anderem zweimal die Rallye Monte Carlo gewonnen. Und jetzt können Sie diesen als billigsten Saab kaufen. Weil ich eben über Preise gesprochen habe, möchte ich mich entschuldigen. Ich habe möglicherweise vergessen, Ihnen zu sagen, was der kleinste Geländewagen kostet. Er kostet 13.000 Mark. Das sollen Sie doch auf jeden Fall noch wissen. So, und nun wollen wir einmal schauen, was die Japaner hier in ihrer speziellen Halle anzubieten haben. Bezüglich der Japaner ist der deutsche Käufer möglicherweise noch skeptisch, aber eines ist klar, sie haben sich auf dem Markt zum Beispiel in Amerika absolut durchgesetzt und sie machen das mit guten Ideen. Hier zum Beispiel, das ist der RX5 von Mazda. Dieser Wagen hat den Wankelmotor, den Kreiskolbenmotor, der in Deutschland im NSU Ro 80 36.000 Mal gebaut wurde. Und mit dem die Japaner, die Firma Mazda, schon 900.000 Autos ausgerüstet haben. Also auch hier wieder ein echter Vorsprung aus einer besonderen Initiative heraus. Und noch zur Initiative etwas. Der kleinste Mazda mit 1,3 Liter 60 PS Motor wurde einem unglaublichen Härtetest unterzogen. Vier deutsche Journalisten fuhren mit zwei dieser kleinen Wagen von Tokio. Sie sehen hier die Strecke. Von Tokio über Indien nach Frankfurt, das waren 15.000 mörderische Kilometer und sie sagen, wir haben keine technischen Probleme gehabt. So sieht dann der Kleine, frisch gewaschen im Straßenbild in Deutschland aus, das er erobern will. Es gibt diesen Wagen auch mit 1-Liter-Motor, er hat dann 45 PS und mit 1,3 Liter und 60 PS. Eine Hecktür ist vorhanden und in der Deluxe-Version kann man die Rücksitze sogar einzeln umklappen, was ja sehr lobenswert ist. Der Verbrauch ist recht günstig. Der kleine Motor will 8 Liter, der größere 8,5 Liter haben und das Normalbenzin. Der Wagen hat Federbeine vorn mit Schraubenfedern. Allerdings eine starre, aber schraubengefederte Hinterachse. Ich sage Ihnen auch hier die Preise. Der kleine 1 Liter 45 PS kostet 8.500 Mark und der 1,3 Liter kostet 10.000 Mark. Schauen wir uns nun den Datsun an, den Typ 200L, der hier auf dieser Show seine Europapremiere hat. Interessant ist, er hat einen 2-Liter Sechszylinder-Motor, also einen kleinen Sechszylinder, wie ihn auch BMW propagiert. Der Wagen hat, kann man wohl sagen, doch ein europäisches Aussehen. Der Motor leistet 96 PS und bringt es auf 165 km/h, wiederum bei Normalbenzin. Interessant ist hier beim Datsun, er hat zwei kleine Lämpchen neben der Lenksäule. Das eine ist rot und das andere ist grün. Und diese beiden Lampen zeigen dem Fahrer an, ob er im verbrauchsgünstigen Bereich fährt, ob er also mit seinem Gasfuß richtig umgeht. Schnell noch den Preis dazu. Ab Frühjahr wird er lieferbar sein und kostet als Sechszylinder 15.000 Mark. Der Star bei Toyota ist der oder die Cressida, niemand weiß, wie man es aussprechen soll. Aber es gibt diesen Wagen als Viertürer, als fünftürigen Kombi und, wie er hier steht, als zweitüriges Coupé.
Nun, damit dürfte wohl jeder Käufergeschmack hinsichtlich der Karosserie zu treffen sein. Der Motor ist ebenfalls ein 2 Liter, allerdings ein Vierzylinder. Es ist ein typischer standfester Gebrauchsmotor. Seine Spitze ist 160 und sein Preis ist 14.500 Mark. Bemerkenswert ist, dass dieser Wagen ein Ökonometer hat. Und das ist das optimale Spargerät. Hier sieht der Fahrer ganz genau, was im Augenblick durch den Vergaser läuft. Und er kann das mit Hilfe seines Gasfußes korrigieren. Also ich behaupte schlicht, im Gasfuß des Fahrers stecken noch die meisten Ölreserven unserer Erde. Viele gehen völlig falsch mit dem Gaspedal um. Also die Japaner sind uns doch hier voraus. Sie haben in ihren Autos schon Instrumente, bei denen wir genau sehen, was wir im Augenblick an Sprit verplempern oder auch nicht. Wir kommen nun zu Mitsubishi und ich möchte sagen, die Japaner setzen doch einiges Wohlwollen vom deutschen Käufer voraus, wenn sie erwarten, dass wir uns auch diesen Namen so einfach merken. Mitsubishi. Und dieser hier ist der kleinste von Mitsubishi. Ein 1,2 Liter mit 55 PS. Der Wagen ist nicht teuer. Er kostet 8.990 Mark. Aber auch hier hat man die Wahlmöglichkeit zwischen drei Motoren. Man kann 1,4 Liter nehmen mit 68 PS, 1,6 Liter mit 82 PS. Der Viertürer, den Sie jetzt sehen, kostet 11.500 Mark. Nun, Mitsubishi will mit diesem kleinen und handlichen Wagen im deutschen Markt allerhand anstellen und hat natürlich auch auf seinem Stand eine ganz große Showattraktion, nämlich den Sapporo. Hier sehen Sie ihn, aber noch besser werden Sie ihn sehen, wenn wir Ihnen jetzt zeigen, wie dieser Wagen auf der Straße wirkt. Wir haben diesen Sapporo in der Innenstadt getestet. Er fährt 180 Stundenkilometer Spitze, natürlich nicht in der Innenstadt. Dieser hat 2 Liter, 98 PS. Außerdem gibt es die 1,6 Liter Version, 75 PS und noch eine 2 Liter Version mit 90 PS. Der Sapporo kommt allerdings erst Mitte nächsten Jahres auf den Markt. Der Preis ist auch noch unbekannt. Man schätzt, dass er etwa zwischen 17.000 und 18.000 Mark kosten wird. Aber dafür bekommt man auch eine Menge Auto fürs Geld. Da sitzt im Busch ist da. Wagen, ja. Vorsicht, bitte zurücktreten. Bitte zurücktreten. Ja, und Traumwagen für Männer gibt es ja hier genug. Und ich habe einen entdeckt, bei dem sich bei mir Erinnerungen wecken. Das ist ein Schwimmwagen aus dem Jahr 1941. Damals hat man ja versucht, auch für militärische Zwecke solche Amphibienfahrzeuge zu bauen. Aber nicht nur aus Kriegsgründen, sondern, Herr Trippel, Sie sind der Konstrukteur dieses Autos von damals. Und ich entsinne mich, Herr Trippel, schon 1938, glaube ich, ist ein Auto von Ihnen in Rom die spanische Treppe hochgefahren. Ist das richtig? Das ist richtig. Nicht nur die spanische Treppe, sondern anschließend auch von Neapel durch den Golf hinüber nach Capri an die Blaue Grotte. Ja, und damals entstanden die ersten Bilder und die ersten Gespräche über Schwimmwagen. Schwimmwagen sind ja nicht nur Spielzeuge. Herr Trippel ist heute 69 Jahre alt und konstruiert noch immer Schwimmwagen. Hier steht sein jüngstes Kind. Herr Trippel, was haben Sie dazu kurz zu sagen? Dieser Wagen ist das Ergebnis 45-jähriger intensiver Entwicklung von Amphibienfahrzeugen. Es ist ein Wagen mit Ford-Aggregaten und hat 6-Zylinder-V-Motore, einen Doppelschraubenantrieb neuer Bauart, den ich entwickelt habe. Herr Trippel, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Das Wichtige für unsere Kunden, dieser Wagen ist bereits käuflich, ja? Und was kostet er? Dieser Wagen ist ab Februar 78, also in wenigen Monaten, zu haben. Er kostet 24.500 Mark. Eine humorvolle Zubemerkung. Ein Motorboot mit 90 PS bekommen Sie gratis dazu. Ja, denn er ist im Grunde ein Motorboot, was auch auf der Straße fahren kann. Nun, das sind so Traumwagen für Männer. Und schauen wir doch jetzt einmal, was Barbara Siel für Traumwagen ausgewählt hat. Ja, und was wäre eigentlich die internationale, überhaupt eine internationale Automobilausstellung ohne diese Traumwagen, um die sich die Zuschauer hier tatsächlich drängeln? Sie könnten nichts davon sehen, wenn wir hier nicht abgesperrt hätten. Innen sieht es fast aus wie in einem Cockpit, wie in einer Flugzeugkanzel, natürlich mit weißem Leder ausgestattet. Der Luxus gehört einfach dazu.
Und die klangvollen Namen genauso. Dieser heißt der Tommaso Pantero und er kostet na so um die 60.000 Mark. Auf ein paar Tausend kommt es da natürlich nicht an. 260 PS, 250 fährt er spitze. Aber immerhin werden doch sehr viele dieser Wagen in die Bundesrepublik verkauft. Bei diesem Modell sind es 60 bis 80 pro Jahr. Wir versuchen Ihnen noch drei weitere Wagen zu zeigen. Dieses ist vermutlich, jawohl, ein Maserati. Ebenso ein klangvoller Name, bekannt geworden durch die Rennerfolge, die jetzt allerdings schon Jahre zurückliegen. Heute fahren nun Bürger mit dicker Brieftasche allerdings diese schnellen Flitzer. Wenn es natürlich der Verkehr erlaubt und der tut es mit Sicherheit nicht immer. Aber auf die Geschwindigkeit kommt es eigentlich gar nicht an. Dies ist der Bertone von dem berühmten italienischen Karosserieschneider auf einen Jaguar aufgesetzt. Es ist noch ein Prototyp. Er ist überhaupt nicht zu kaufen. Er sucht noch einen Produzenten. Und man kann noch nicht einmal schätzen, was er dann schließlich in der Fertigung kosten würde. Zwei Personen haben darin Platz und hinten können sich vielleicht noch zwei drängeln. So, und nun der Lamborghini, eine Automobilfirma, die erst seit 1966 existiert, die man aber eigentlich schon viel länger im Ohr hat. Dieser heißt Count Touch, das ist ein piemontesisches Slangwort und wir würden dafür sagen vielleicht wow oder oi. 300 Kilometer in der Stunde, also nur noch Superlative bei diesen schnellen Flitzern. Aber natürlich sind auf der internationalen Automobilausstellung nicht nur Autos zu sehen. Die Zuliefererindustrie ist auch vertreten und die kleinen Bastler, Tüftler und Erfinder kaum beobachtet von den meisten Besuchern hier. Unsere Mitarbeiterin Michaele Scherenberg ist Ihnen auf der Spur gewesen. Clevere Ideen rund ums Auto liefern auch die vielen kleinen Erfinder auf der IAA. Meist geht es dabei um nützliche Zubehörteile für den kleineren Geldbeutel. Zum Beispiel einen Kofferraumdeckelhalter für 30 Mark. Wir kennen alle das Problem mit dem geöffneten Kofferraum. Wenn man größere Teile transportiert, nimmt man normalerweise Schnüre. Dadurch kann man den Wagen beschädigen, die Teile beschädigen. Ich hatte das Problem selbst mal, als ich einen Fernseher transportiert habe, war das Chassis beschädigt. Beim Rücktransport habe ich mir dann mit Holz beholfen und darauf bin ich dann auf die Idee gekommen, hier eine Stütze zu entwickeln, die in die Originalschlossteile des PKWs eingreift, die hier leicht in der Höhe zu verstellen ist, variabel in der Länge von dieser Feder. Sie können das Teil genauso schnell wieder rausnehmen, brauchen am Fahrzeug nichts extra anbringen und können das dann von der Baugröße her ständig mitführen, da das nur so groß ist wie zum Beispiel ein normaler Schlüssel. Ein Zusatzgerät für Reifen, das automatische Auswuchtsystem. Das Gerät sieht aus wie ein Zierring und wird ins Felgenhorn eingepresst. Vier Ringe sollen etwa 150 Mark kosten. Die Wirkungsweise durch Zentrifugal- und Kreiselkräfte kann man an einem Modell erkennen. Sie sehen hier ein Modell eines Reifens, der schlecht oder überhaupt nicht ausgewuchtet ist. Es ist gefährlich, mit so einem Reifen heute im Straßenverkehr zu fahren. Wir haben hier ein Gerät entwickelt, das demnächst auf den deutschen Markt kommt. Und zwar handelt es sich um ein Patent, wo in einem Ring halb Flüssigkeit, halb Vakuum ist. Es sind 1200 kleine Gewichte drin in Form von Kugeln, die bei Rollen des Reifens in Bewegung gesetzt werden und dadurch den Reifen auswuchten. Ich darf es mal kurz vorführen. Ab 28 Stundenkilometer erreichen Sie hier ein 100% ausgewuchtetes Rad. Das verbessert bedeutend die Straßenlage. Sie sparen dabei Reifen- und Benzinverbrauch. Die Ringe sind übrigens TÜV-frei. Für Sicherheit beim Fahren sorgt auch die Neuheit eines anderen Erfinders. Es gibt bereits mehrere Intervallschalter zum Steuern von Scheibenwischern auf dem Markt. Ich habe nun einen Sensor entwickelt, mit dem man vollautomatisch die Scheibenwischanlage steuern kann. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel einen Nieselregen auf der Scheibe erzeuge, dann wird automatisch der Scheibenwischer eingeschaltet, wenn eine gewisse Regenmenge auf der Scheibe sich befindet. Die Regenmenge wird vom Sensor optisch gemessen. Er sitzt unauffällig hinter dem Rückspiegel und reagiert wie das menschliche Auge den Niederschlag auf der Scheibenoberfläche. Regnet es nun stärker, dann wird automatisch der Scheibenwischer in Dauerbetrieb gestellt. Wenn sehr starker Regen fällt, kann zusätzlich die zweite Wischgeschwindigkeit dazu geschaltet werden.
Rund 60 Mark soll so ein Gerät kosten. Preiswertere Anschaffungen sind diese Erfindungen. Zum Beispiel ein Bleifußwarner, der den Fahrer bei unrationeller Fahrweise mit Signal an zu hohen Benzinverbrauch erinnert. 7 Mark soll er kosten. Eine Einparkhilfe für 10 Mark. Die optische selbsthaftende Scheibe erweitert das Sichtfeld im Rückfenster. Der Waschwassererhitzer im Vorratsbehälter heizt das Wasser der Scheibenwaschanlage auf. 20 Mark etwa soll er im Handel kosten. Für fanatische Autofahrer eine Art Pausenwecker für 13 Mark. Und schließlich noch eine Neuheit für 30 Mark. Es handelt sich hier um einen kleinen Zusatzspiegel, der den gefährlichen toten Winkel ausschalten soll. Der Spiegel wird innen angebracht, ist ganz aus Kunststoff, also keine Verletzungsgefahren, und demonstriert jetzt gleich, wie ein Fußgänger in dem normalen Außenspiegel auftaucht. Aber bevor der hier verschwunden ist aus dem normalen Außenspiegel, haben wir ihn im Autospion erfasst. Und da bleibt er dann so lange sichtbar, bis der praktisch neben uns ist. Das Gleiche ist natürlich bei Überholvorgängen mit Fahrzeugen. Ja, Erfindungen sind wichtig. Ohne Erfinder geht es nicht. Und oft sind es gerade die genialen Kleinigkeiten, die von Außenseitern beigesteuert werden. Herr Schuster zum Beispiel hat sich das Problem einfallen lassen. Wie kann man auf langen Fahrstrecken weder ermüden noch seiner Bandscheibe allzu viel zumuten, vielleicht sogar Bandscheibenschäden bekommen? Herr Schuster, seien Sie so nett, demonstrieren Sie ganz kurz, ohne viel dabei zu sagen, wie der Sitz funktioniert. Ich versuche es zu erklären, ja? Herr Schuster hat zum Beispiel im Rücken, da, wo die Bandscheibe unterstützt werden muss, ein Handrad, und Sie können während der Fahrt oder wenn Sie Ihren Sitz zurechtrücken, alles tun, was Ihre Wirbelsäule entlastet. Und das ist jetzt nicht nur eine Idee oder ein Versuchsmodell, sondern man kann diesen Sitz bereits kaufen, einmal als Zubehör, wie wir es da oben auf dem Ständer sehen. Herr Schuster zeigt es auch nochmal. Aber vor allen Dingen bereits als LKW-Sitz, wie er hier in der Mitte gezeigt ist. Und das ist ja wichtig, weil die Berufskraftfahrer doch, es ist statistisch erwiesen, die meisten Rückenverletzungen, Rückenkrankheiten haben, die höchste Invalidität aufgrund schlechten Sitzens. Herr Schuster hat alles getan, um das zu beseitigen. Und dieser Lastwagensitz erinnert mich an unseren nächsten Film. Da geht es auch um Berufskraftfahrer und aber auch um das Publikum, das sie durch die Welt fahren, nämlich um Omnibusse. 1977 wurden über 62.000 Reisebusse auf Deutschlands Straßen gezählt. Durchfahrende ausländische Touristenbusse nicht mitgerechnet. Auf diesen sich ständig ausweitenden Markt haben sich die Hersteller mit einer neuen Busgeneration eingestellt. Sie wollen mit ihren Bussen vor allem weg vom Odium der Busreise als dem Billigvergnügen kleiner Leute. Für den Laien nicht erkennbar hat dieser Bus eine neu gestaltete Front- und Seitenpartie. Der Erfolg? Auch bei schlechtem Wetter bleiben Seitenwände und Fenster sauber. Isolierte Fenster schützen den Fahrgast vor Hitze und Kälte. Eine Belüftungsanlage sorgt für das richtige Klima. Besonders bequem auf langen Fahrten sollen die Sitze sein. Zusätzliches Plus, unsichtbare in die Kopfstützen eingelassene Kopfhörer. Auch der Arbeitsplatz des Fahrers ist nach neuesten Gesichtspunkten konstruiert. Ein echtes Cockpit. Wichtig auch für den Fahrer bei eventuellen Pannen. Die Elektrik ist leicht zugänglich an der Seite angebracht. Doppelstöckig und 18 Meter lang ist dieser Reiseriese. Der Bus hat in der Mitte Doppelachsen und ist mit einem 6-Zylinder-Turbomotor ausgerüstet. Im Innern haben je nach Bestuhlung über 100 Passagiere Platz. Man sitzt je nach Lust hintereinander oder sich gegenüber. Viele Sitze haben eigene Tische. Dem Linienflugzeugen abgeguckt ist die Anordnung von Lichtschalter, Stewardruf und Lüftung über den Köpfen der Fahrgäste. Die Reisebushersteller haben deshalb auch den alten Werbeslogan »Nur fliegen ist schöner« in sein Gegenteil verkehrt und fragen, warum noch fliegen? Sie fühlen sich durch den Komfort, den sie anbieten, jedenfalls zu dieser Frage berechtigt. Komfort mit Kneipe, muss man da schon sagen. Und auch der Weg zur Toilette ist dann nicht mehr allzu weit. Einen nahezu gleichen Standard, dem Komfort, können heute fast alle Omnibushersteller vorweisen. Nicht ganz so hoch hinaus will dieser Citybus. Von einer österreichischen Firma gebaut, ist der wendige Kleinbus für den Einsatz auf Nebenstrecken oder für das Verkehrsgewühl der Großstädte entwickelt worden. Der Citybus hat aber noch eine andere Besonderheit. Er trägt den speziellen Bedürfnissen der Behinderten Rechnung.
Sie können hier ohne Hilfe einer zusätzlichen Hebebühne in den Bus hineinfahren und am öffentlichen Nahverkehr teilnehmen. Im Innern wird der Rollstuhl auf einer Schiene mit Sicherheitsgurten festgemacht. Generell ist bei allen Bussen zu beobachten, der Versuch, mehr Komfort mit mehr Wirtschaftlichkeit zu verbinden. Ja, und dieses Auto hier auf dem Freigelände ist ständig umlagert vom Publikum. Es ist vielleicht der LKW der Zukunft, auf jeden Fall eine Studie in dieser Richtung, das Projekt 2001. Der Initiator ist ein Fachjournalist, ein Ingenieur, Herr Schneikert, der hier neben mir sitzt in seinem Projekt. Und er hat es ausführen lassen von dem bekannten Formgestalter Luigi Colani. Nun, die Grundidee ist eigentlich ganz klar, jedem wird es einleuchten. Man sieht einfach nicht ein, weshalb ein Lastwagenführerhaus wie ein viereckiger Kasten oder Würfel sein muss. Denn, Herr Schneikert, das ist ja das Unökonomischste, was man sich denken kann hinsichtlich Verbrauch und Niederringung des Luftwiderstandes. Was haben Sie nun an Einsparungen hier erzielen können? Wir erwarten Einsparungen, bei 80 Stundenkilometern erwarten wir eine Einsparung von 25% Diesel. Ganz einfach durch die strömungsgünstige Form. Und man will auch erreichen, dass hier der Fernfahrer ganz ermüdungsfrei arbeiten kann. Und solche Sachen sind hier passiert, dass man etwa keinen Rückspiegel hat, sondern dass man über einen Fernsehmonitor sieht, was hinten los ist. Da kann man natürlich nur hoffen, dass das Ding nicht ausfällt, aber immerhin, Herr Schneikert sagt selbst, es ist eine Studie und vielleicht wird eines Tages ein solcher Wagen in der Praxis realisiert. Und es geht aber nicht nur um die Wirtschaftlichkeit und um den geringen Verbrauch, es geht Herrn Schneikert hier auch sehr um die Sicherheit. Und dazu vielleicht ein paar Worte, Herr Schneikert. Bei einem Frontalzusammenstoß wird bei herkömmlichen Lastwagen die Zone, in der die Fahrer drin sitzen, das Fahrerhaus zusammengedrückt. Das Fahrerhaus ist die Knautschzone und diese Lösung vermag ich nicht als richtig anzusehen. Ja, und wir sitzen hier schon, Herr Schneikert, jedem wird es einleuchten, wir sitzen weit von dieser Gefahrenzone weg, aber der größte Gag möglicherweise in Ihrem Auto ist ja folgender. Ich muss jetzt das Publikum bitten, zurückzutreten. Hoffentlich hören Sie mich. Denn Herr Schneikert hat sich Folgendes ausgedacht. Wenn jetzt ein Unfall naht oder gar der auslösende Effekt durch einen Aufprall kommt, dann soll die ganze Kabine mit den Insassen nach oben schnellen. Wir wollen mal sehen, ob es funktioniert. So lange dauert es im Unfall hoffentlich nicht, im Ernstfall. Aber wir versuchen unser Bestes. Gut, das war ein Versuch. Es geht im Ernstfall ganz schnell. Stellen Sie bitte den Motor wieder ab, ja? Sie wissen, wie es bei einer Studie ist. Von der IAA an soll dieses Auto dann praktisch erprobt werden und man hofft das Beste, dass es realisiert werden kann. Ja, ein Nutzfahrzeug. Wir sind hier auf dem Freigelände für Nutzfahrzeuge und gerechterweise muss man sagen, wir schauen uns immer nur alle die PKWs und die Traumwagen an. Aber was auf dem Sektor Nutzfahrzeuge getan wird, das ist ganz beachtlich, vom LKW bis hin zum Omnibus. Da kann man wirklich nur seine Anerkennung aussprechen, wenn es auch nur die Fachleute interessiert. Aber eines der schönsten Nutzfahrzeuge, finde ich, ist ein Reisemobil. Und dazu jetzt mehr von Barbara Siel. Ein Teilbereich der Automobilindustrie hat in den letzten Jahren einen sensationellen Boom erlebt. Es sind die Wohnmobile oder Motorcaravans, ganz wie man will. Also die kleinen bis luxuriösen Wohnungen, Häuser auf Rädern, mit denen wir den individuellen Urlaub gestalten können, wenn man das nötige Geld hat. Vor etwa 10 Jahren gab es noch 3000 solcher Wohnmobile in der Bundesrepublik. Inzwischen ist die Zahl auf über 21.000 gestiegen. Ein Zeichen eben für diesen Aufwärtstrend. Ich wollte nun einmal wissen, was kann man mit einem solchen Wohnmobil machen? Was bringt es einem, wenn man nie besonders viel fürs Zelten übrig hatte und auch nie einen Wohnwagen hinter sich herziehen wollte? Deswegen habe ich mit meiner Familie ein solches Wohnmobil getestet. 3 Wochen Polen, einige Tipps sollten Sie sich merken, wenn Sie Interesse haben. Wer sich fürs Wohnmobil entschieden hat, kann seine Koffer in der Zeitung annoncieren. Er braucht sie nicht mehr. Was auf der Reise benötigt wird, vom Salzfass bis zum Regenmantel, kommt gleich an Ort und Stelle, wird verstaut, nach Möglichkeit so, dass man es nachher auch wiederfindet. Ausreichend Stauraum ist mit das Wichtigste, denn schließlich muss im Wohnmobil ein ganzer Haushalt im kleinen Platz finden. Fast in allen Wohnmobilen werden die Sitzplätze abends zum Schlafraum. In unserem hatte man 2 weitere Schlafplätze einfach an die Decke über dem Führerhaus gehängt. An Gurten lässt man das Doppelbett abends herunter. Eine sehr praktische, platzsparende Lösung.
Eine gut ausgestattete Waschkabine bieten die meisten Hersteller heute schon an. Die Vorteile von Dusche und WC lernt man in entlegeneren Landesteilen schätzen. Bei der Wasserversorgung gibt es Unterschiede. Viel Wasser in einem großen Tank oder kleinere Mengen auf Kanister verteilt. Beides hat Vor- und Nachteile. Die Küche mit Spüle und zweiflammigem Herd, Standardausrüstung vieler Wohnmobile. Herd und Heizung werden mit Gas betrieben. Der Kühlschrank, größter Energieverbraucher, kann wahlweise mit Gas, Lichtmaschine oder Netzstrom betrieben werden. Sperrige Güter unterzubringen ist zuweilen recht schwierig. Klappstühle für unser Frühstück draußen passten schließlich gerade noch hinter den Fahrersitz. Ideal wäre es schon, wenn noch irgendwo ein Klapprad Platz fände. Ja, und dann Start zum individuellen Reiseabenteuer mit der rechten Portion Luxus auf 4 Rädern. Man sollte seinen Motorkaravan mit der stärksten Motorisierung kaufen, denn die Ladung ist ja nicht unerheblich. Der Mehrpreis lohnt sich, wenn man dafür fast wie im PKW abdampfen kann. Bis zu 2,8 Tonnen gibt es ja keine Geschwindigkeitsbegrenzung, darüber sind nur 80 erlaubt. Und wohl deswegen liegen 90% der zugelassenen Wohnmobile unterhalb der 2,8 Tonnen Grenze. Wichtig, Wohnmobile kann man mit Führerschein Klasse 3 fahren. Benzinverbrauch übrigens ganz erheblich, also man sollte schon überlegen, ob man nicht vielleicht einem Diesel den Vorzug gibt. Ja, und da sind wir schon in Polen. Haben die 120 Spitze längst vergessen, hoppeln nämlich teilweise mit 30 über Dorfstraßen auf der Suche nach dem einsamen Plätzchen. Und da erweist sich dann schließlich auch, ob die Hausfrau gut oder schlecht gepackt hat. Und das ist dann auch die wahre Freude der Motorkarawaner. Suchen, finden, halten, weiterfahren, ohne viel Aufwand, ganz wie man will. Aber in den meisten Ländern gilt auch für diese Art des Reisens Übernachtung nur auf Campingplätzen. Zum Leidwesen vieler, versteht sich. Allerdings ist das oft auch notwendig. Wir zumindest brauchten nach etwa 2 bis 3 Tagen in der freien Natur wieder Strom zum Aufladen und vor allem auch Wasser. Über diese beiden Punkte sollte man sich beim Kauf genau informieren. So, dann schalt gleich mal um. Kannst du da mal umschalten? Abwasser, das sich ja in einem Tank sammelt, wird mitunter auch zum Problem. Wohin damit? Wo es ohnehin keine Kanalisation gibt, mag das noch erlaubt sein. Sonst muss man sich schon einen Kanalanschluss suchen. Den Wohnmobilen gehört die Zukunft, ganz zweifellos. Interessant für alle, die dort reisen wollen, wo es Hotels nicht wie Sand am Meer gibt, oder für jene, die Hotels eben nicht schätzen, die weitgehend unabhängig sein wollen. 3 Wochen vergingen uns fast zu schnell, selbst wenn ein solcher Urlaub auch oft an häuslichen Alltag erinnert. Ich hoffe, wir haben Ihnen heute einige Eindrücke vermitteln können, aber es waren noch nicht alle. Ja, wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder am nächsten Freitag, 5 vor 4, hier von der IAA. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.